Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf der Hofberg Manolodo mit dem Paul und dem Boxe. Hallo. Mahlzeit. Die letzten zwei Paletten gehen zu Snoo. Dann ist das Thema auch schon wieder erledigt. Ja, hat ja nicht lange gedauert, ne? Ja, voll langweilig. Nächstes Mal muss ich 200 Dinger abfüllen. Ja, echt mal. Hat auch nur 5 Stunden gedauert wahrscheinlich. Muss ich hier mal ganz kurz noch ein Foto machen, bevor die ganze Kacke hier weg ist. Ja, Fotos hast du ja genug. Fotos habe ich genug. Die ganzen Standbildern. Achso, ja, wow. Das kann man so nicht vergleichen, Paul, ne? So, verkauft ist alles. Ich weiß noch nicht, ob alles angenommen wird. Muss man noch einen Moment warten. Was kann ich noch für einen Unfug treiben? Warte mal. Hier wird gehäckselt, sehr gut. Oh, da steht ein... Ist der CP-Fahrer aktiv? Der Häcksler, ja. Okay. Also haben wir Fruchtzerstörung an? Nee, ne? Doch. Aber der Häcksler, der Helfer macht keine Fruchtzerstörung. Hast du jetzt nicht gemacht, Werner. Ey, weißt du was, ne? Bist du voll durchgefahren? Ich hab gedacht, das ist nur eine Attrappe. Hallo, 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 mach doch mal weiter, Kollege. Was ist denn hier los? Oh, vorwärts, Rückwärtsschaltung ins Haus. Es ist schon wieder... Es ist so verdient jetzt, ne? Es ist schon wieder so zum Kotzen. Das ist jetzt verdient, sagst du auch, ne? Komm. Nee. Wie soll ich denn so gut arbeiten hier? Bist du hier? Du musst ja nicht drin sitzen, er fährt von alleine. Weißt du, Werner, Qualität ist nicht mehr jetzt Quantität. Hauptsache Geld. Fertig, Boxe? Ja. Das klingt schon ein bisschen mimimi bei dir. Nee. Noch lange nicht. Paul, du könntest gleich mal wieder hier einen abwischen. Was? Immerhin. Am Silo abwischen. Spielen wir das gleiche Spiel? Festfahren natürlich. Ach so. Ja. Wie kommst du von Festfahren auf Abwischen? Okay. Ja. Ach, der Typ kotzt mich an hier, der Häcksler war. Komisch, also. Bei dir jetzt auch geblinkt, Boxe. Mach dir jetzt nicht hier, ne? Mach jetzt nicht diesen hier, Brudi. Wo weg ist das nochmal? Bitte was? Wo hast du das nochmal her jetzt? Diesen, Montana Black. Ah, okay. Das sagt Randy immer. Ja, stimmt. Randy, ja. Das Problem ist, wenn du 2 cm zu weit weg bist, dann kommt nichts an. Ja, ich höre dich, Boxe, alles gut. Der Krone hat sie angetan, ne? Boah, der ist so geil. Ohne Witz. Der ist mega. Dreht der. Oh, Alter, der dreht einfach so rum, ne? Da kennt er nichts. Bei mir sitzt da gar keiner drin. Bei mir fährt ein leerer Häcksler. Ehrlich? Ja. Bei mir sitzt da jemand drin, weil ich ihn eingestellt habe wahrscheinlich. Nein, normal sitzt bei allen einer drin. Ich bin gleich voll 98, 99. Muss er die eh anhalten, naja. Paul? Hm? Wie hättest du es denn gern? Willst du ein Häufchen oder willst du verteilt haben? Aha. Also ein Häufchen, okay. Boah, es ist aber schon ein bisschen Strecke bis da oben, ne? Das geht voll. Ja? Okay. Ja. Ich finde der Andy Holland, der 70 läuft. Ja. Danke, Boxer, danke. Aber ohne Witz, der Andy Holland fährt mit der Krone besser, finde ich. Ja? Ja.
Wird mein Fender nicht immer noch missbraucht für die Silageschieberei? Klar, logisch. Naja. Hat man dem Kinder nicht beigebracht, dass es kein Deins und Meins gibt. Was? Warum? Es gibt kein Dein und Mein. Doch. Nein. Doch. Es gibt Fahrzeuge, da würde ich nie einsteigen, weil die von dir sind, Paul. Okay. Zum Beispiel der Biber. Gut Biber. Zu wissen. Der Biber ist ein geiles Fahrzeug. Haben wir den Tieflader nur gemietet? Ja. Könnte man den vielleicht zurückgeben, weil der steht noch hier rum. Das kostet nur Geld. Oh Gott. Da, ich musste vorabbiegen. Ich wäre fast reingefahren in die Vega, ne? So, der Paul sagt immer, da wo ich nicht bin, kannst du hinfahren. Jupp. Sieht aber noch nicht wirklich viel aus hier. Ja, sind aber fast 1 Million. Ah, nur, okay. Ja, nur. Das ist ja gut. Von jetzt mittlerweile fast 3 Feldern. Ja, gut. Ja, die waren aber auch alle voll gedüngt, glaube ich, ne? Ja. Ja, ja. Ah, ne, ja, ja, darf man nicht mal sagen, ne? Soll ich beim Vorbeifahren das Feld kaufen? Nee, oder? Kannst du schon machen. Kann ich? Darf ich? Okay. Dann haben wir die geile Sache kaufen für dieses, für diese Aufnahmesession wieder abgehakt. Aber der Moment ist nur ganz kurz, ne? Fertig, das war er schon, weißt du? Wir haben noch 500.000 übrig. Ja, aber, alter Falter, Feld 4 gehört uns. Ich würde ja sagen, wir machen da Rüben drauf. Und wer soll die alle verarbeiten? Weiß ich nicht. Und dann schön mit zwei, weißt du, mit zwei Vollerntern, dann mit der Maus. Oh, geil. Nee, nicht? Okay, war nur ein Vorschlag. Wie viel Hektar hat das Feld? Ich habe nicht gelesen jetzt. So viel wahrscheinlich. Ja. Na, Boxer, hast du Spaß mit dem Häcksler? Nö. Was wollen wir da als nächstes kaufen? Boah, Paul, jetzt haben wir gerade mal eine Sache gekauft. Ja, weiter Felder. Ja. Mit der LS19 kommt, wir müssen Felder kaufen. Wir haben schon 500.000 wieder zusammen. Wir könnten uns wahrscheinlich schon wieder das nächste Feld kaufen. Deswegen meine ich. 17, 18 würde ich mal dann. 17, 18, 24. Dann können wir von oben runterfahren. 17 können wir uns schon kaufen. Ja, dann ich nimm's. Oder? Ich brauch's nicht. Also. Boom. 2 Felder gekauft. Läuft bei uns. Easy. Feld 18 wird wahrscheinlich auch irgendwie sowas kosten. Ja, Feld 18 kostet 600.000. Ja, alles mal Stück für Stück abarbeiten, ne? Wir versorgen jetzt die BGA mit Silage und dann gib ihm. Absolut. Oh, da stehen mal 200 Paletten von der Gas rum, oh. Oh nein. Aber es macht, glaube ich, schon Sinn, die doppelten DPW-Päcke mit reinzunehmen. Ja. Oh, komme ich heute nochmal dran oder kann ich noch duschen gehen, ey? Ja, wasch dich mal lieber. Hallo, 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 Boxer. Was ist da los bei dir? Wo kommen die Aggressionen her? Kann nichts dafür, dass die Leute dir nur unscharfe Bilder schicken. Mein Gott. Das ist nicht das Problem, Männer. Du bist das Problem. Was? Die alte Leier wieder, okay.
Aber Boxe, ich habe mir was überlegt. Ja. Und da wir jetzt in der Aufnahme sind, wirst du nicht sagen deine üblichen Wörter, sondern du wirst höfliche Wörter verwenden. Ja. Was hältst du davon, wenn du das mit den Bildern machst? Und ich übernehme die Videos. Wie jetzt? Ja, es gibt ja auch Leute, die Videos anschicken, oder nicht? Ja, das stimmt. Ja, dann könnt ihr mal noch zwei Sachen machen. Du machst die Bilder und ich schneide die ganzen Videos zusammen. Ja, kann man machen. Videos okay, sind danke, viel... tschüss. Nee, Videos sind viel weniger. Ja. Zweitens, die Qualität war es noch schlechter. Aber man muss dazu sagen, wenn man da aufrufen würde, würde wahrscheinlich mehr kommen. Sonst müssen wir halt selber Videos machen. Schick mal Paul eine GoPro und dann geht los. Ich weiß ja gar nicht, wie das ist, aber letztes Jahr wolltest du bei MLU mal vorbeischauen. Das ist richtig. Das ist leider Bangkok gegangen. Was? Das ist leider Bangkok gegangen. Nee, ich weiß auch nicht, ich hatte keine Zeit. Und dieses Jahr? Dieses Jahr ist der Sommer schon gelaufen. Boxer, bei uns hat Schnee auf den Bergen. Ja, da kannst du doch mal bei der Schneeschieberei dabei sein. Die machen doch auch Winterdienst. Ja, nee, ich fahre jeden Tag morgen rauf. Ja. Absolut, ja. Boxe, das klingt auf alle Fälle gut. Ich habe mir schon öfter überlegt, ob wir nicht irgendwo einfach eine GoPro draufschraube und dann einfach gib ihm, weißt du? Ja. Es ist jetzt schon ganz schön hoch, ne? Was? Alter, Boxe. Nicht hoch. Wollte gerade sagen. Müsste mal zu mir auf die nordfriesische Marsch kommen. Da habe ich einen Siedler angefüllt. Sieht das denn auch gut aus? Absolut, wenn ich es gemacht habe, schon. Ja, das Einfache an der Sache ist ja, wenn du das Silo ganz hoch füllst, ist es automatisch eben. Genau. Den Punkt muss erreichen, dann ist okay. Nur bis dahin musst du es halt eben halten. Ja, das stimmt. Aber es geht einfacher tatsächlich, wenn du immer nur aufschüttest und dann rückwärts wieder rausfährst, weißt du? Wir können das auch anfangen. Nee, mir ist egal. Wenn du sagst, du schaffst das so, Paul, let's do it. Mich wundert wirklich, dass so viel Zeug mit schlechter Qualität reinkommt. Ehrlich jetzt. Die Leute haben doch alle die neuesten Handys, die so rum... Weißt du? Was heißt schlechte Qualität? Die Fotos sind teilweise einfach viel zu klein, ne? Okay. Weil für die Videos brauchst du halt 1920x1080, ne? Sonst hast du halt einen schwarzen Rand. Wenn du die dann größer ziehst, die Fotos... Ja, okay, dann ist es beschissen, ja. Dann ist es beschissen. Und viele sind einfach dann extrem klein. Also prinzipiell, glaube ich, kann man schon sagen, prinzipiell immer das Handy schräg halten und dann fotografieren, ne? Ja, das ist halt auch eben so. Oder also breit nehmen, nicht hoch. Für Instagram ist besser halt Hochformat. Oh lol, das auch noch. Ja. Was macht der da? Keine Ahnung. Ich habe mir gedacht, lass mal einfach mal machen. Irgendwie wird da schon was dahinter stecken. Ey. Ja, mach mal. Warte, ich spring mal rein. Nee, der fährt zurück und nimmt dann die fehlende Bahn noch. Ah, oh, jetzt hat er es. Also bei mir fährt er autonom. Ohne Männchen. Ah, jetzt geht's weiter. Okay, da steht nichts mehr, Herr Kollege, ne? Ich wollte es nur noch mal sagen, aber... Er ist bereit. Ja, kommt noch ganz viel gerade rein. Och, Mann, Alter. Jetzt hat Box... Hallo, Mann. Ey, wir sind so langsam mal aus dem roten Bereich raus. Was für einen roten Bereich? Von der Serverauslastung. Ach so, erholt er sich wieder? Ja, sehr gut. Boxe, komm, das Feld machen wir noch fertig heute, oder? Guck mal auf dem Feld. Da ist ja nichts mehr. Oder wie lange haben wir noch? Wir sind schon drüber. Okay, ja.
Nimmst du das Ding jetzt hier links auch noch mit? Ja, natürlich. Ich fahr jetzt links so leicht, ja. Ja. Männer, ich muss gleich wieder nach rechts, da ist noch ein Halm. Den Halm kannst du da hinten, wo, weiß ich nicht, was mit dem machen. Nein, kommt gar nicht in die Tüte. Hallo! So. Ohne Witz. Das war's mit einem Halben. Wir sind erstmal fertig für heute, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Macht es gut. Ciao. Tschüss.